Okay, wir können. Haben Sie Geschwister? Haben Sie einen Bruder? Einen kleinen Bruder? Wissen Sie, was es heißt, wenn man sich verantwortlich fühlt, aber man das Schicksal nicht in der Hand hat, sondern zusehen muss? Das ist die Geschichte. Die Geschichte von mir und meinem Bruder. Ich hatte eher den Eindruck, es ging um Ihren Bruder und diese bekannte Schauspielerin. Verstehe. Sie kennen das nicht. Sie wissen nicht, was das heißt, Bruderliebe. Frauen kommen und gehen. Familie bleibt. Ich dachte ja nur... Stopp. Nicht denken. Versuchen Sie nicht zu denken. Versuchen Sie zu fühlen. Einfach nur zu fühlen. Das Leben ist eine Reise, ein Strom. Und wir haben nur eine Aufgabe. Eine. Können wir das rausschneiden? Cut, danke. Kann ich nochmal? Irgend sowas mit Persönlichkeitsentwicklung, Heldenreise, die innere Entfaltung. Wissen Sie, was ich meine? Frau Klosterfeld, eine Liebe im Lavendel. Sind Sie denn auch privat auf der Suche nach der großen Liebe? Also eigentlich bin ich gerade auf der Suche nach dem Buffet. Aber wer weiß, vielleicht finde ich sie ja da. Glauben Sie denn ernsthaft daran? Ich meine, die große Liebe, das ist doch eine Erfindung von Hollywood, nichts weiter, oder? Egal. Prost. Guten Morgen. Morgen. Wie viele? Sieben, Mama. Oh. Ist noch. Und noch zwei kleine. Ja, okay, dann jetzt an den so. Schönen Tag, ja. Tom? Mann! Was machst du hier? Was machst du hier? Das ist mein Laden. Und den muss man mitten in der Nacht aufsperren? Es ist 8:30. Wie bitte bist du hier reingekommen? Das ist widerlich. Ich wollte dich überraschen. Ja, und sehen, was hier zu holen ist. Nein, da hörst du monatelang nicht von deinem Bruder. Weil du nie zurückrufst. Was macht der? Du fällst gleich wieder in seine alte Panik. Bin dir Ruhe in Person. Weil ich weiß, dass kein Geld im Laden ist. Lag in der Schublade. Soll ich uns ein anständiges Frühstück besorgen? Ich lade dich ein. Nein, danke. Oh Mann, ich dachte, du freust dich. Geht's immer noch um deine Sukkulentensammlung? Allein die Bovelia Sacra aus Roman ist... War 500 Euro wert, ich weiß. Was? Nein, ich hab sie nicht verkauft, deine blöden Kaktusse. Ich hab sie gespendet. Okay, willst du, dass ich gehe? Soll ich wieder gehen? Dein einziger Bruder? Ich will einfach nicht schon wieder der Trottel sein, der dir vertraut. Die Premiere ist am 24. in Berlin. Aber da kannst du nicht. Da werde ich dich vertreten müssen. Viel Spaß. Aber sicherlich nicht in dieser 38, die mir eine 34 geschnitten ist. Oh, ist ja nur mein Kleid. Oh, man sollte diesen Designern ihre Fummel um die Ohren hauen. Anstatt auf dem roten Teppich auch noch Reklame zu laufen. Kein Mensch sagt mehr Reklame. Wenn es wenigstens Geld dafür gäbe. Das Kleid kostet 2000 im Laden. Ich hab's geschafft. Sieht super aus. Guck mal hier, hab ich dir mitgebracht. Single Malt, 12 Jahre alt und ist noch fast voll. Oh, nee. Willst du gar nicht wissen, wie es auf Ibiza war? Ibiza? Was soll ich sagen? War mal wieder obergeil. Und du, hä? Immer noch Meilensteine der Weltliteratur und unerreichbare Frauen? Yvonne, hast du eigentlich das Drehbuch gelesen? Hallo, ich rede mit dir. Sag bloß, du bist schon wieder deprimiert. Wovon eigentlich?
Von diesen 1000 Dings da, die diesen Likes, die du alle 2 Sekunden bekommst, oder davon, dass du jung, schön und berühmt bist, du armes Kind. Oder von deiner Mutter, die sich Tag und Nacht für dich abquält. Soll ich dir mal was aus meiner Jugend erzählen? Wir hatten in Polen keine Putzfrau. Wir haben die Böden doch auf allen Vieren geschrubbt. Ich weiß, mit der Zahnbürste. Deswegen hast du jetzt schon so viele Implantate. Wo ist meine Schokolade? Vermutlich auf deinen Hüften. Yvonne Klosterfeld, warum ich ein Patenkind in Afrika habe. Hm, Frau Klosterfeld, Sie sind eine Heilige. Sie würden zu meinem Bruder passen. Mensch, ehrlich, Ossi. Such dir eine Frau aus Fleisch und Blut. Geh in die Fußgängerzone oder von mir aus in den Club Paradiso. Da rollen Sie so einen Polunderwunder wie dir den roten Teppich aus. Ist nicht, wie du denkst, ich kenne sie. Ach, du kennst sie? Ja. Was genau heißt das, du kennst sie? Ja, sie lässt ihre Post hierher schicken. Ihre Pakete, ihre Fanpost. Lauter so Sachen. Sie wohnt gleich um die Ecke. Du bist ihr kleiner Postbote und stalkst sie. Ich stalk sie nicht. Nein, du sammelst nur Fotos von ihr. Machst du ihre Pakete auf? Sag mal, spinnst du? Verstehe. Es geht mal wieder um wahre Liebe. Ich bewundere sie, ohne jeden Hintergedanken. Ja gut, vielleicht sammle ich 1, 2 Fotos. Ich stehe auch manchmal am Fenster und warte, ob sie vorbeikommt. Ja gut, ich habe mich verliebt. Na und? Du brauchst wirklich dringend eine Frau. Eine wie dir. Yvonne Klosterfeld kommt in einer Limousine oder sie kommt gar nicht. Ist das Ihre Agentin? Und Mutter. Yvonne Klosterfeld gibt maximal 2 Interviews. Yvonne Klosterfeld kommt auf kein Event umsonst. Nein, auch nicht für karitative Zwecke. Yvonne Klosterfeld ist eine Marke. Yvonne Klosterfeld sucht ihre Kleider selbst aus. Ich schicke Ihnen ein Fax. Na, Sie werden doch wohl wissen, was ein Fax ist. Gut, dann gehen Sie halt in Ihr Büro. Dafür haben Sie es doch. Sie mich auch. So ein Idiot. Der war noch nicht geboren, da hatten wir schon eine Satellitenschüssel. Ja, genau, da bin ich ganz bei Ihnen. Was ist denn da drin? Ach, Schokolade. Mach dick. Und hier? Hausschuhe. Davon haben wir mehr, als ein Mensch ertragen kann. Und hier? Ein kaputter Tischbrunnen. Wir sind esoterisch genug. Gut. Den Schmuck und die Taschen nehmen wir mit und ebenso die Kleider. Der Rest geht zurück. Ich sehe gerade, die 3 Sachen wird Ihre Tochter bestellt. Jetzt drangsalieren Sie mich nicht wieder mit Ihrer Rechtschaffenheit. Wer sind Sie eigentlich? Der Freud, der Bruder, der die guten Gene gehabt hat. Ah. Auch ein paar Muskeln? Genug für eine ganze Cheerleader-Gruppe. Mm. Na, dann lege ich doch diese Roben in Ihre muskulösen Arme. Die wiegen eine halbe Tonne. Soll ich ein Foto von dem Töchterchen machen, wenn er aus der Dusche kommt? Dann gibst du aber ein Mittagessen aus, ja? Ah, du bist doch nicht immer noch Veganer, oder? Veganer. Oh. Bücherland, ehrlich, guten Morgen. Wenn ich gewusst hätte, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, ich hätte ihn niemals allein gelassen. Das werde ich mir niemals verzeihen. Sollen wir eine kurze Pause machen? Nein, nein, das geht schon. Es ist nur... Ja. Stellen Sie ihn durch. Herr Ehrlich, Gott sei Dank. Es tut mir so leid. Ich hätte es Ihnen gerne persönlich gesagt, aber Sie wissen ja, morgen geht's nach Mexiko. Mexiko? Ja, Mexiko. Genauer gesagt, Acapulco. Sie sollten auch noch was Schönes unternehmen. Wieso? Haben Sie den Befund vom Labor nicht bekommen? Welchen Befund? Es ist, wie ich befürchtet hatte. Pankreas, Karzinom. Vorgeschritten. Sie haben noch 4 Wochen, höchstens. Ich bin krank. Nein, nein. Sie sind nicht krank. Ehrlich, Sie sind todkrank. Aber das kann doch gar nicht sein. Das ist Wochen her, dass ich bei Ihnen... Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Ja. Nein, ich weiß nicht. Gibt's denn keine Therapie? Ausgeschlossen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, ja. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Stattdessen lassen Sie noch mal richtig die Sau raus. Ja, überlegen Sie, was
was ich schon immer mal machen wollte. 4 Wochen? Das ist eine Menge Zeit, Herr Erdi. Jetzt oder nie? Versprechen Sie mir das? Vielen Dank für Ihren beherzten Einsatz. Sind meine belgischen Pralinen endlich angekommen? So, mein Liebling, da du vor lauter Fresssucht und Selbstmitleid dein Drehbuch nicht lesen konntest, erzähle ich dir mal den Plot. Ich hatte 2 Kartons bestellt. Er ist herrlich komisch. Er handelt von Autos. Keine Komödie. Ich habe mich halt totgelacht, besonders bei deinen Dialogen. Du kommst richtig witzig rüber. Wer hätte das gedacht? Mama, ich habe sie schon 100 Mal gesagt, ich spiele keine Komödie mehr. Vielleicht doch besser diese Klatsch, hm? Zu diesem Kleid? Ich will nicht mehr lachen. Ich will auch niemanden zum Lachen bringen. Will ich nicht. Das ist absurd. Hast du mal die Nachrichten gesehen? Mir reicht das tagtägliche Theater zu Hause. Überbevölkerung, abschmelzende Polkappen, hungernde Kinder, Islamisten, Populisten. Journalisten, Visagisten. Wo sind meine Pralinen? Speckröllchen, Falten. Und mein Edelsteinbrunnen, der sollte heute ankommen. Wenn du wenigstens weinen könntest, Liebling. Dafür kann ich nichts, dass ich diese Krankheit habe. Ja, ich weiß. Aber ohne Tränen, keine Dramen. Das kann nicht sein. 4 Wochen. Das ist ein Monat. Das ist Mittwoch. Schlag. Egal was. Entweder ich spiele endlich großes Drama oder... Oder lege ich mir halt einen Burnout zu. Es geht so schnell, weil ich bin nicht so kurz davor. Lass mal überlegen. Yvonne Klosterfeld, Burnout, das ist gut. Wir suchen uns einen neuen Werbepartner. Oh, ein Pharmaunternehmen. Die zahlt bestimmt mehr als diese knickrigen Diätpulververtreter. Und dann nach 1-2 Wochen, Yvonne Klosterfeld, schöner denn je. Die Menschen lieben solche Geschichten. 120 Quadratmeter. Ein Dings, eine Empore. Überall Designer, Möbel und moderne Kunst, der Hammer. Die Frau deiner feuchten Träume hat sich nicht blicken lassen. Aber hier meine Idee. Personal Shopping. Die wollen Bio, wir kaufen beim Discounter. Eine Gewinnspanne von hier bis zum Mond. Was ist so? Oskar. Oskar. Warum bist du so abgefuckt? Hast du dich schon mal im Spiegel angesehen? Was machst du denn? Doch nicht etwa die Tür auf! Egal, wer da draußen steht, ich werde ihn bitten, mich von hier vorzubringen. Die bringt dich bestimmt bis ins nächste Flüchtlingsheim. Bilo? Hi. Können wir dir irgendwie helfen? Wo willst du denn da anfangen? Patenkind? Patenkind. Patenkind. Wir haben keine Hausierer mit Migrationshintergrund in der Familie. Nein, das ist nicht rassistisch gemeint. Ich hole jetzt die Polizei. Bitte haben Sie etwas Geduld. Unter der 110 hast du deinen Wunderheiler eingespeichert, Mama. Mein Name ist Vilo Wolesi. Ich bin Ihr Patenkind aus Simbabwe. Können wir reden? Ehrlich reden, meine ich. Es ist nur, weil ich gerade ein bisschen klamm bin und du doch vor Jahren diese Lebensversicherung, also für mich als Begünstigter im Fall des Falles, abgeschlossen hast. Jetzt stell dir doch mal vor, du stirbst mit 80. Gott, dann bin ich 85. Ehrlich, Ossi, was soll ich da noch mit der Kohle? Und da hatte ich die Eingebung. Du lässt dir das Geld auszahlen und gibst es mir gleich. Bevor du was sagst, ich will nicht, dass du dich ausgenutzt fühlst. Immerhin haben sich über die Jahre schon 120.000 Euro angesammelt. Von der Versicherung. Du solltest nicht alles rumliegen lassen. Nicht jeder ist so ehrlich wie ich. 120.000? Also konkret. Ich habe da so eine Immobilie. Eine Finca am Meer. Todsichere Sache. Wir steigen mit 120.000 ein, renovieren ein bisschen und dann verkaufen wir für 250.000. Hä? Was, Oskar? Verstehst du? Oskar. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Ich weiß es.
Na los, sagen Sie es. Jetzt frage ich Sie. Haben Sie nie Fehler gemacht? Sind Sie nie den falschen Träumen hinterhergejagt? Ich bin ein Mensch, okay? Ein ganz normaler Mensch. Ich habe nie was anderes behauptet. Seien wir doch mal ehrlich. Wen hätte die Geschichte vom Saulus zum Paulus interessiert, wenn es am Anfang keinen Saulus gegeben hätte? Keine Sau. Niemand. Sit down, Kind. Feel home. Du hast bestimmt Durst. Bitte sehr. Ist mit Chiasamen. Ist lecker. Die sah auf dem Foto doppelt so dünn aus. Wir hätten sie abholen müssen. Wie konntest du das vergessen? Wieso? Sie hat doch hergefunden. Do you speak English? Zimbabwe ist Französisch. Was machen wir denn jetzt mit ihr? Was schon? Die Stadt zeigen. Oder sie erstmal in die Badewanne stecken. Oder ins Museum gehen. Le Musée? Maniküre, Pediküre. König Ludwig. Schloss Neuschwanstein. Genau, genau. Wir bringen sie zu Ludwig. Der kann sogar aus den Haaren noch was machen. Okay, alles, was du willst. Hauptsache, wir beide kommen auf andere Gedanken und bringen uns nicht gegenseitig um. Du hast angefangen. Du hast sie eingeladen. Ja, aber doch nur, weil du nicht zu dieser Talkshow gegangen bist und ich unbedingt eine gute Story brauchte. Ich hab's. Wir machen eine Home-Story. Auf gar keinen Fall. Das ist pure Heuchelei. Du musst es ja wissen. Du hast die Heuchelei ja erfunden. Wie meinst du das? Ein Himmelbett aus Tropenholz. Ein Jogginganzug, den kleine chinesische Kinderhändchen fabriziert haben. Und ein Lieferwagen, der ausschließlich für dich und deine Pralinen tagtäglich durch die ganze Stadt fährt und die Luft verpestet. Was hast du denn für eine Größe, mein kleiner Schmutzfink? Size? Small? Na, small ist was anderes. Gott sei Dank versteht sie dich nicht. Siehst du? Danuta Klosterfeld, wir bräuchten für Sonntagabend noch ein weiteres Abendkleid. Nein, ich für mich, für mein Patenkind aus Afrika. Größe? 40, aufwärts. Danke. Kennst du die Geschichte von einem kleinen afrikanischen Mädchen, was ganz schreckliche Dinge erlebt hat und dann ein ganz berühmtes Modell geworden ist? Ein paar Kilo abnehmen? Ein bisschen Bulimie. Ein neues Styling. Eine kleine Magersucht. Und schon steht dir die Welt offen? Taxi? Nichts Taxi. Modell. Taxi? Oh, ich glaube, sie meint den Taxifahrer, der wartet noch auf sein Geld. Was, vom Flughafen hierher? Es kostet ein Vermögen. Hat dir denn die Agentur kein Geld mitgegeben? Mama, World Mission ist keine Modelagentur. Warte. Ich weiß, wie wir das bezahlen können. Hey, hi. Ich bin's. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin, ich mache hier gerade so eine Art Live-Performance. Es wird mega fett. Das kann ich euch versprechen. Pass mal auf. 10 Samba-Kostüme, Cancan-Röcke, goldene Fracks, goldene Zylinder, Federboas. Alles Original DDR-Staatsballett. Federkopfschmuck, Rasseln. Sogar die alten Netzstrumpfhosen, das ist echt was für Liebhaber. Und da sind Designer-Klamotten drin. Was ist das bitte alles? Das sind Restposten. Die werden jetzt alle fotografiert und dann ab ins Netz. Geil, ne? Kannst du im Bett anziehen oder auf eine Party. Was eine Party ist, erkläre ich dir ein andermal. Schlüpf mal rein. Nee, danke, sowas brauche ich nicht. Aber ich, das muss doch alles abgelichtet werden. Bitte, Bruderherz, bitte, Ossi, lieber Bruder, bitte. Die ist eher was für Frauen, also klemmst du dir dein bestes Stück vielleicht nach hinten. Na los. Mach's kurz, Süße. Wir wollen gerade schließen. Moment, dich kenne ich doch. Du warst doch neulich im Park mit deinen komischen Skaterjungs und hast mir meine Einkaufstüte geklaut.
Das ist Willow, sie kommt aus Zimbabwe und spricht kein Deutsch. Hey, du könntest dir ein paar Euros verdienen. Ich muss den Kram hier fotografieren. Bitte geben Sie ihr die Pakete, Gruß Klosterfeld. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Wie, jetzt doch kein Ghetto-Kind aus dem Park? Ja, ich hab mich getäuscht, verwechselt wegen der Ähnlichkeit. Ja, weil die Schwarzen sehen ja alle gleich aus. Schäm dich, du Rassist. Pass mal auf. Ich gebe dir 5 Euro für 10 Fotos. Hä? Das tut mir wirklich sehr leid. Das sind die Pakete. Und einen Moment noch. Darf ich? Foto? Ja, Foto. Hammer. Bisschen mehr ins Profil. Ja, gut. Sag mal, spinnst du? Die ist doch kein Zirkuspferd. Warst du mal in Rio? Die laufen da alle so rum. So, können Sie ihr das bitte geben? Frau Klosterfeld, der Jung, La Jeune, ist wichtig, sehr, sehr wichtig, persönlich. Was ist das, ein Liebesbrief? Die 5 Euro. Wofür? Los. Und merci beaucoup im Voraus. Und, Moment, das hier ist auch noch für Sie. Das ist ein Wörterbuch, deutsch-französisch, wenn Sie wollen. Für die 5 Euro hätte sie ruhig ein paar Fotos machen können. Aber du musst ja immer gleich... Kannst du nicht einfach mal für 2 Sekunden? Das ist das Problem bei euch Gutmenschen. Keine praktische Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht nur um euer Gewissen. Kannst du nicht einfach mal für 2 Sekunden deine Klappe halten? Ich glaube, das ist ein Fehler. Das mit dem Zettel, das war garantiert ein Fehler. Außer sie steht auf Poetik. Poesie. Also, die Hose da mit dem Sweater oder mit dem T-Shirt, das kannst du jetzt aussuchen. Ach nee, das dauert zu lange. Nimm den Sweater, der passt gut dazu. Na los, Dalli, Dalli, da. Ich habe sie gesehen und dachte, wow, der Himmel öffnet sich. Ich möchte betonen, sie ist nicht mein Typ. Zu jung, zu flach, zu Dings, alles. Aber... Eine schöne Frau. Falsch. Ein kosmischer Moment. Die Sonne trifft auf einen fast erloschenen kleinen Trabanten. Also damit meine ich jetzt nicht mich mit dem Trabanten. Jedenfalls habe ich sie gesehen und wusste, er hat keine Chance. Keine. Also, worum geht's? Mein Fahrer wartet. Darf ich mal sehen? Liebe Frau Klosterfeld, ich muss dringend mit Ihnen reden. Wow, das ist ja mal ein aufregender Brief. Schicke Hose. Wie mache ich das denn jetzt mit meinem Penis? Hallo. Sehe ich doppelt oder habt ihr beide genau denselben Style? Das ist jetzt nicht... Also wir machen wir das machen nur... Arty-Farty für Instagram. Kennen Sie mich? Geiler Scheiß aus dem letzten Jahrhundert. Arty-Farty. Ich bin übrigens der Bruder, wir haben uns vorhin verpasst. Angeblich gab es nur im Flagship-Store. Was? Genau dieselbe. Und das hier... Darf ich mal? 90 Euro. Für Sie 80. Egal. Also, was gibt's denn so Wichtiges? Können wir das vielleicht unter 4 Augen... Bitte, kannst du... Tom, bitte! Alles klar. Manche können nicht pinkeln, wenn andere zusehen. Ich bin einmal vor der Tür, falls die hübsche Lady dich zum Frühstück vernaschen will. Was ist denn? Ich hab nicht ewig Zeit.
Kennen Sie dieses Buch? Die Geschichte ist folgende. Er macht ihr ein Angebot, also der Mann der Frau. Ja. Für jeden Monat, den sie mit ihm verbringt, will er ihren Vermögen zahlen. Okay. Und jetzt ist bei mir was eingetreten. Da muss ich an das Buch denken und an sie. Moment. Das sind 120.000 Euro. Bei 5.000 am Tag macht das 24 Tage. Dann bleiben noch 6 Tage übrig, dann ist es vorbei für mich. Für Sie dann natürlich auch. Wir müssten nur relativ bald anfangen, also. Moment mal, nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Sie wollen mich kaufen. Sie bieten mir Geld an für... Nein, also reden, essen, trinken, kein Sex. Ich einfach Zeit zusammen verbringen und noch mal lachen, sprechen, schweigen. Hören Sie, weil Sie immer so schön brav unsere Pakete annehmen und wahrscheinlich ein armes Würstchen sind, werde ich das einfach mal großzügig vergessen. Aber wenn Sie mich noch einmal ansprechen oder auch nur ansehen, rufe ich die Polizei. Oder meine Mutter. Sie sind krank. Vilo, Oliver. Ach so, und bevor ich es vergesse, meine Pakete werde ich dann zukünftig woanders abholen. Schönen Tag noch. Psycho. Wow. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber du hast die Chicas richtig in Fahrt gebracht. Wenn du willst, sprechen wir den nächsten Schritt durch. Und vielleicht ziehst du dir dann noch was anderes an. Ich meine, man kann nicht eine Frau erobern wollen und dann so eine Hose anhaben. Außer sie steht auf Freaks. Tom. Moment mal. Wenn du wirklich einer bist und wir denselben Genpool haben. Du bist bekifft. Das wäre krass. Das ist ein Überfall! Her mit der Kohle und zwar sofort! Was? Ist das, wo kommt das her? Ist das die Lebensversicherung? Meine Kohle? Oh Mann, danke! Finger weg! Ja, weg, das ist mein Geld. Ich dachte, wir hatten einen Deal. Das habe ich nie gesagt. Das verstehe ich jetzt nicht. Macht nichts. Was willst du denn mit der ganzen Kohle? Vielleicht will ich mir ja was kaufen. Ah ja, was denn? Bücher? Oder ich will ins Casino gehen. Na klar. Oder ich will eine Weltreise machen oder das Ganze aus dem Fenster werfen oder... Oder eine Immobilie. Aber ganz sicher keine Immobilie auf Ibiza kaufen, und wenn es das Letzte ist, was ich nicht mache. Weißt du auch warum? Das weißt du natürlich nicht. Weil du nicht zuhörst. Und weil es dich nicht interessiert. Und weil du einfach gar nichts weißt von mir. Im Grunde genommen bin ich dir nämlich völlig egal. Das ist echt hart. Und dann auch noch unter Brüdern. Ich meine, das muss man ja wirklich erstmal aushalten. Ei, das hast du fein gemacht. Ei, das hätte ich nicht gedacht. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Ein Kinderlied? Musste ich ihm vorsingen. Bei Gewitter, immer, wenn er Angst hatte. Mein Bruder hatte oft Angst. Aber wissen Sie, wer immer für ihn da war? Als unsere Eltern nach dem Unfall. Es
Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, alles über Jugendstil und Linguistik. Und Sie? Ich? Einen kleinen braunen Umschlag, ungefähr so groß. Wenn Sie den sehen, sagen Sie Bescheid. 3000? 3500? Danke für die Blumen. Old school. Toll. 4000? 4500? 5000, bitteschön. Danke. Fast so viel wie meine übliche Tagesgage. Meine Mutter wird's freuen. Also ich kann Ihnen auch gerne alles auf einmal zahlen. Wollen Sie nicht erstmal die Ware prüfen? Vielleicht haben Sie nach einem Tag schon genug von mir. Allerdings sollten Sie auf keinen Fall mit so viel Geld in der Gegend rumrennen. Im Laden kann ich es nicht lassen. Mein Bruder findet immer alles. Ah, oh. Sie haben mir hoffentlich nicht erzählt, dass Sie Ihre Lebensversicherung gekündigt haben. Ich lebe auf Ibiza. Immobilien, Ankauf, Verkauf, sowas läuft Bombe. Das darf man heute gar nicht mehr sagen, Bombe. Zeiten sind das. Ja. Aber wenn Sie irgendwas brauchen, so ein Apartment am Meer oder Ausgehtipps, ich bin ja eher so der Sonnentyp. Wann kommt denn Ihr Bruder wieder? Das kann dauern, ewig. Vielleicht kommt er gar nicht zurück. Schade. Aber wir könnten doch einen Kaffee trinken gehen. Ehrlich. Jetzt sagen Sie bitte nicht, Sie stehen auf Stofftiere. Nein, nein, ich... Gott sei Dank, ich dachte schon, Sie können sich doch noch als Psychopath entpuppen. Keine Panik. Das ist übrigens Mr. Wu. Das Gute an Mr. Wu ist, man kann Süßigkeiten in ihm verstecken, also hinten. Für einen Teenager auf Dauerdiät ist das die letzte Rettung. Setzen Sie sich doch bitte. Möchten Sie was trinken? Bier, Wein, Wein ist sehr gut. Für mich kein Alkohol, bitte. Okay, kein Alkohol. Klar. Linguistik, Anglizistik, Romanistik. Zum Einschlafen. Konzentrier dich. Wenn du dein Bruder wärst, wo würdest du es verstecken? Oskar, Oskar. Den hat mir ein Fan geschenkt, da war ich 13. Bergeweise Post. Mein erster Film. Ein paar Briefe habe ich heute noch. Den müssen Sie mir mal zeigen, den kenne ich gar nicht. Also, den ersten. Stinklangweiliger Teenagerfilm. Hier. Danke. Sie sind mir erst letztes Jahr aufgefallen, dieser riesige Umzugswagen. Vorher haben wir in einer doppelt so großen Villa gewohnt. Sie sind aus dem Taxi ausgestiegen. Mein Gesicht ist aber zu präsent, so heißt es im Fachjargon. Knallrote Gummistiefel und eine gelbe Jacke. Okay, also, was wollen Sie machen? Soll ich was singen, tanzen, was vorspielen, Purzelbäume schlagen? Sie sind der Regisseur. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Ganz ehrlich, ja. Ein Gedicht, wenn das in Ordnung ist? Ein Gedicht? Ja, gibt Schlimmeres. Her damit. Okay, das ist mein Lieblingsgedicht. Ich dachte, Sie könnten das vielleicht vorlesen und ich nehme das Ganze hiermit auf. Also nur akustisch, nur den Ton, wenn das in Ordnung ist. Von mir aus. Da, wo der Anmerker ist. Okay. Das ist ja witzig. Warten Sie mal kurz. Einen Moment. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal hebt der Vorhang der Pupille sich langsam auf. Dann kommt ein Bild hinein. Geht durch der
Glieder angespannten Stille und hört im Herzen auf zu sein. Also jetzt haben sie gar nicht aufgenommen. Oh. Darf ich mal? Ja. Haben Sie das alles gemalt? Da war ich 17, 18. Sehr lange her. Sí, señor. Ja, klar. Vamos a la playa, ne? Nein, nein, natürlich bin ich noch interessiert. Ende der Woche. 120.000, wie ich gesagt habe. Nee, nee, sicher, sicher. Ja, Sie haben mein Ehrenwort. Hier ist noch eins. Ich glaube, ich habe noch 10 weitere da unten. Hallihallo. Du weißt gar nicht, wie großartig es ist, den ganzen Tag mit einer Person zu verbringen, die sich wirklich für alles begeistern kann. Und die dir nicht widerspricht, weil sie dich nicht versteht. Hm. Mama, das ist Herr Ehrlich. Hallo. Erfreut. Wir haben uns doch schon mal irgendwo gesehen. Ach ja, auf dem ZDF-Empfang auf der Berlinale. Du siehst ihn 5-mal die Woche, ihm gehört das Antiquariat. Sind die restlichen Abendkleider schon gekommen? Oskar ist privat hier. Privat? Oh. Oskar und ich haben seit ein paar Wochen eine Affäre. Ist doch gar nicht dein Typ. Lesen Sie nur oder sprechen Sie auch ab und zu? Oskar ist unglaublich charmant, wahnsinnig witzig, gebildet und er kann wundervoll küssen. Du hast doch hoffentlich nicht mit ihm geschlafen. Mama, er kann dich hören, er steht neben dir. Dann ist er ja nicht taub. Oh, noch 24 Tage, dann bin ich weg von hier. Und von welchem Geld? Du weißt, dass unser gesamtes Vermögen hier in diesem Haus steckt. Von seinem 120.000. Wer? Der? Wovon? Wofür? Nur dafür, dass wir zusammen Zeit verbringen. Also doch keine Affäre. Er bezahlt dich. Nein, er findet mich toll. Ich weiß nicht, vielleicht war das alles keine so gut. Nein, wir können das ja verschieben. Nein, Sie bleiben natürlich. Ja, natürlich. Vielleicht. Setzen Sie sich. Es ist nur meine Mutter. Und ich, wir können uns manchmal nicht benehmen. Ach, das ist süß. So romantisch. Mama, man kann die Dollarzeichen in deinen Augen sehen. Sie sind in sie verliebt. Und sie geben ihr letztes Hemd. Obwohl sie nichts kann außer Schauspielern. Und nicht mal weinen kann sie, das arme Kind. Entschuldigung, ja? Mama, weißt du, was du machst? Du verkaufst deine eigene Tochter wie eine Puppenmutter. Du hast dich darauf eingelassen. Das ist was anderes. Ach, das ist was anderes. Es ist meine Sache, auf welche Idee ich mich einlasse. Und wenn diese Idee so krank ist wie diese, ist es meine Entscheidung. So krank ist die Idee überhaupt nicht. Und es wäre schön, wenn du das endlich mal kapieren würdest. Und weg ist er. Na los, lauf ihm hinterher. Ruf ihn an, schreib ihm eine SMS, geh in seinen Laden. Nein. Wer bin ich denn? Eine Tochter, die es ihrer Mutter mal so richtig gezeigt hat. Ja, und weißt du auch warum? Weil du immer noch ein Teenager bist. Mit deinen 28 Jahren. Wenn ich ein Teenager bin, wer bist denn du? Eine Mutter, die nicht allein sein kann. Eine Frau, die seit über 20 Jahren sich hinter Perücken versteckt, weil sie denkt, das wäre super sexy und super süß. Die denkt, sie wäre der Mittelpunkt der Welt und nicht checkt, dass sie alle hinten und das Frau ist. You have to get over it for something. Take its place. Let's make the most of it. Me and you. We're gonna steer this boat to safe land. I'll do my best to understand. Oscar. Hey. Feeling that is near.
weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Diese Schmerzen. Zweimal die Woche Migräne. Willst du auch? Ihr nehmt doch immer solche Drogen in Afrika. Für eure Tänze und für diesen Voodoo und das ganze Zeug. Hier, den schenke ich dir. Damit du besser schlafen kannst. Und nicht immer von deinem Waisenhaus träumst. Oh ja. Hey Bro, du denkst bestimmt, ich habe das alles nur erfunden, damit du dich meldest, aber es ist kein Fake. Ruf doch mal an, okay? I couldn't sleep last night. Vermiss dich. Not to wake you up from dreaming. How do I tell you that it's all because of us I'm awake? And because of what I'm feeling. And that love's a fooling game. I don't want you to be crying tears of pain. Even though it feels like I'm close to you, but still so far away, I kiss you, but not in the same way. Und? Wie hat dir die Rolle so gefallen? Total gut. Also, sehr witzig. Vor allem die Dialoge. Top. So, uns ist besonders der innere Konflikt wichtig. Ist klar, ne? Ja, klar. Ja, dann erzähl doch mal. Na, was hast du denn gefühlt? Oder hast du nichts gefühlt? Beim Lesen? Doch. Doch, klar. Also, dass, dass sie, sich gefangen fühlt. Bitte? Bisschen lauter, gern. Sich gefangen fühlt. Ach, gefangen. Wie ein Tier in Gefangenschaft, dass sie sich ein anderes Leben wünscht. Ein Menschen, der es ehrlich mit ihr meint. Und der ihr zuhört. Und andersrum, dass sie etwas spürt. Dass sie für jemanden da ist. Dass sie in diesem Ganzen einen Sinn erkennt und dass sie glücklich ist, also sein wird. Nimmt ihr irgendwas? Wo soll ich das wissen? Okay, das war sehr gut. Wow. Wirklich sehr gut. Also natürlich, dass sie sich nicht zwischen dem berühmten Rennfahrer und dem Mechaniker entscheiden kann. Okay. Ja. Mhm. Gut, ja, danke. Also, Olaf, ist es besonders wichtig, dass du deine Emotionen freien Lauf lässt. Verstehst du? Am besten du versuchst dir vorzustellen, wir sind gar nicht da. Ja? Aber wem sage ich das? Du bist ja ein alter Hase. Ja, zu alt. Also dann fange ich jetzt an. Bitte. Wir sind schon ganz gespannt. Ich sehe den nicht. Der hat kein Esprit, ist kein Sex. Ja, für mich ist die raus. Na, du kommst mir ja gerade recht. Was habt ihr mit meinem Bruder angestellt? Ach, du verstehst ja nicht. Du vertickst doch Sachen übers Internet, oder? Hier, nur Designerklamotten. Fotos habe ich schon gemacht. Wie? Moment, jetzt doch die kleinen Kriminelle aus dem Park. Kommen wir ins Geschäft? Wie hast du es geschafft, dass... Ich habe die Talkshow gesehen. Mutti Klosterfeld hat ein Foto von ihrem Patenkind in die Kamera gehalten und sie eingeladen. Der Zufall wollte, dass dieses Patenkind dir ähnlich sieht. Sie sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Sie ist nur schwarz. Ich mach mir in die Hose, ist das genial. Mr. Wu mit Reißverschluss. Da gehen 50. Mindestens. Und die Kochplatte da? Draufstellen und schon schmilzt das Fett. Angeblich. Ah.
Geil. Du sag mal, wegen meinem Bruder und dieser Klosterfeld Melissengeist. Er bezahlt sie. Ich wusste es. Wie viel? 5000. Pro Date. Nein. Doch. Nein! Doch! Oh. Was? Sie wollen die Welt retten? Für die Autos oder gegen die Autos? Oder vielleicht doch einfach nur für ihr Ego? Aber ist doch real. Vielleicht sollten wir beide einfach ein bisschen Spaß miteinander haben. Was meinen Sie? Könnte Ihnen das gefallen? Mein Fall stellt es nämlich auch nicht ganz ohne. Sehen Sie? Alles echt. Wow! Sehr gut, das war fabelhaft. Fantastisch. Ich hab doch gesagt, die bringt's noch. Mach mal bitte ein Abendessen aus, aber ohne die komische Alte da, ne? Meinen Sie meine Mutter? Bitte? Ob Sie meine Mutter meinen? Nein, natürlich nicht. Ich hab eine ganz andere Frage, Liebes. Die 3436. Also untenrum. Ist das noch aktuell? 3638. Ja, aber ich detoxe gerade. Dann notiere ich das, ja? 3638, will aber abnehmen. Hey, aber danke, dass du da warst. Das war auch so authentisch. Also vielen Dank, danke. Hat Spaß gemacht, ja. Ebenso. Wir melden uns. Tschüss. Oh, ich spüre schon. Die können wir auf keinen Fall verkaufen. Achtung, deine Patentante. Oh, die sieht gar nicht gut gelaunt aus. Wo ist er? Hi! Vilo, du sollst das zu den Abfalltonnen bringen und nicht in den nächsten Laden. Ich glaube, sie dachte, man könnte einiges davon noch verwenden für Flüchtlinge oder so. Vilo, Liebes, du in Apotheke. L'Apotheke. Für mich. Minzöl für meine Latette. Verstehst du? D'accord? Also, tut es bitte. Also, nochmal von vorne. Wo ist Ihr Bruder? Darf ich Sie fragen, was Sie das angeht? Ihr Bruder und meine Tochter haben eine offizielle Vereinbarung. Ja, die würde ich gerne mal sehen. Und jetzt bin ich hier, um die Gage abzuholen, und zwar für alle 24 Tage. Wenn irgendjemand in diesem Raum das Geld bekommt, dann ich. Ihr Bruder ist geisteskrank. Mein Bruder ist verliebt. Ein Psychopath. Ein Freak. Ach, Sie geben mir recht? Ja, selbstverständlich. Also, wo hat er das Geld her? Der Laden brummt, sieht man doch. Von 12 bis Mittag? 24/7. Was läuft hier? Mein Untergang! Mein Eintritt in die Welt des Irrsinns, das läuft hier! Mein Bruder ist ein harmloser Waschlappen, ein Bücherwurm, der gerade das letzte Familiengeld, ich wiederhole das Wort nochmal zum Mitschreiben, Familiengeld, für seinen irrwitzigen Romantiktrip mit einer Frau durchbringt, die ihn monatelang mit keinem einzigen Körperteil angesehen hat, weder von vorne noch von hinten. Und wissen Sie, wer seine Familie ist? Ich! Und dieser läppische Emotionsausbruch, der soll mich jetzt beeindrucken. Was sind Sie denn eigentlich vom Beruf? Sie sehen mir ja eher weniger intellektuell aus. So kann man sich irren. Ich bin Schriftsteller. Schriftsteller? Was schreiben Sie denn so? Einen dieser weltbewegenden Blogs? Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich koche mir jetzt einen Tee, dann gehe ich in mein Bett. Hier, von mir. Wittgensteins Neffe. Thomas Bernhard. Sie heißen Bernhard mit Nachnamen? Dann sind Sie ja... Berühmt. Bernhard ist mein Künstlername. Sie können jetzt wieder durchatmen. Um was geht's da? Wittgenstein stirbt. Sein Neffe erbt Porsche samt Ehefrau. So eine Mischung aus Ghost und Nachricht für Sam. Wenn Sie wollen, ich habe viele Ideen. Auch Drehbücher? Stapelweise. Aber nicht die aus der untersten Schublade? Nur die Straßenfeger. Was machen wir jetzt mit Ihrem Bruder? Wir brauchen einen Liebesbrief. Eine SMS. Genial. Die Nummer? Von Ihrem Bruder. Achso. Und was schreiben wir jetzt? You can call me stupid. Scheiße, Leute. So ein paar Kids wollten mir gerade meinen Rucksack klauen. Onkel Oskar. Tom. Ey, was machst du denn hier? Ich lebe.
Immer noch? Ja. Ja, und selbst, du Verbrecher, was machst du hier? Wo ist dein Bruder? Das kleine Bücherluder? Oh Mann, ich höre immer nur Bruder, Bruder. Es ist viel passiert. Ich bin jetzt Schriftsteller. Du? Haben sie dich ausgetauscht? Am Ende sind es Menschen wie ich. Menschen, die voranschreiten und zeigen, wie man aus der Asche, sinnbildlich gesprochen, zum Phönix werden kann. Mit so einer Gurke? Genug für zwei solche Melonen. Und so einem Apfelarsch. Apropos, habt ihr nicht ein Bier hier? Darf ich diese interessante Unterhaltung mal kurz stören? Lieber Oskar, ich schäme mich so. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich möchte mich beim nächsten Mal deines Geldes würdig erweisen, Yvonne. Würdig erweisen? Leck mir am Arsch. Ah. Warte, er hat recht. Den letzten Satz lassen wir besser weg. Sind Sie verrückt? Dann denkt er noch am Ende, sie ist in ihn verliebt. Und das war's dann mit den 120.000 Senden. Okay, aber dass das klar ist. Wir machen halbe-halbe. Oder? Oder? Herr Bernhard, das ist kein Roman, das ist das Leben. Und man spielt nicht mit Gefühlen von Menschen, die einem nahestehen. Wegen 120.000 Euro. Die Lady gefällt mir. Aber gerade noch ging's nur ums Geld. Gerade, aber jetzt bin ich eben wieder Mutter. Ach, ist das alles primitiv hier. Und dann dieses Aftershave. Ich ersticke den schlechten Geschmack. Bilo, endlich. Und wo bleib ich bei der ganzen Sache? Sie? Sie sind doch Schriftsteller. Sie haben Talent. Sie haben das hier alles gar nicht nötig. Bilo, komm, pack deinen Mr. Wu. Ja, nimm ihn. Ich habe ihn dir nicht geschenkt, damit du ihn hier in diesem Puff liegen lässt. Hallo? Hallo? Wir rechnen ab. 70-30. Milo! Aber sag mal, was ist das für eine scheiß verzwickte Story hier? Das ist eine 120.000-Euro-Story. Oder 110. Vielleicht auch nur noch 100. Wer weiß das schon? Geld. Das geschissene Geld. Die Liebe, Tom, das ist's, worauf es ankommt. Die Liebe ist unser aller Untergang. Wie man sieht. Oskar? Hey Mann, das Leben geht weiter. Wir beide in Ibiza. Die Sonne scheint, wir könnten ein paar gute Bücher lesen oder Gedichte auswendig lernen. Denk nochmal drüber nach. Nicht nur du bist ein gutmütiger Trottel. Welches ich nehme? Ich nehme einfach beides. Wirklich.
20 Tage hätten gereicht. Liebe Yvonne, die restlichen 110.000 Euro sind bei dir zu Hause. Sie stecken in Mr. Wu, deinem Stofftier. Ich bin krank. Wenn du den Brief liest, werde ich meinem Leben bereits ein Ende gesetzt haben. Das war wirklich die schönste Komödie, die ich jemals gesehen habe. Du musst wissen, ich hasse Komödien. Ein Mensch, der so schön lachen kann. Ein Mensch, der so schön Komplimente geben kann. Es liegt wohl daran, dass du so gut in Wörtern bist. Mit Worten. Ich mein's auch so. Ich hab dir dein Geld noch gar nicht gegeben. Hier. Magst du auch ein Wein? Mhm. Ja, hier, hoffentlich denkst du nicht, ich bin Alkoholikerin, weil ich jedes Mal ein Glas Wein in der Hand habe, wenn wir uns sehen. Also ich mag Wein, aber natürlich, also ich war einfach nur sehr nervös beim letzten Mal. 5.000. Leg's einfach dahin. Okay. Du bist doch so gut mit Worten. Ich habe morgen Probeaufnahmen. Hast du Lust? Mhm. Danke. Das Drehbuch. Das ist mein persönliches Highlight, Szene 14. Also du wärst Rolle Mike und ich die Julia. Es will hier losgehen. Verzeih, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Ich hatte Angst vor deinem Mitleid. Ich wollte einfach nur ein ganz normaler Mann sein, der ein bisschen Zeit mit dir verbringen darf. Nun ist es eben gelb. Ich bin aber allergisch auf gelb. Und ich auf so Weiber wie dich. Okay. Totaler Schwachsinn, oder? Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Es sind fremde Geschichten. Geschichten anderer Menschen. Gefühle, Abenteuer, Liebe, Probleme anderer Menschen. Und du zahlst ein Vermögen für eine Frau, die gar nicht weiß, wer sie ist. Außer, dass sie langweilig ist und eine hohle Nuss. Deine 5.000 Euro hohle Nuss. Cheers. Nein, guck dir doch allein mal die Bilder an, die du gemalt hast. Das ist Kunst, das ist unglaublich schön. Das kann wahrscheinlich jeder malen. Du findest mich attraktiv, das ist alles. Sag sowas nicht. Ja. Wie gefällt dir das? Dein Lachen, deine Albernheit, deine Ernsthaftigkeit. Wäre ich nicht krank, ich hätte nie den Mut gehabt, dich kennenzulernen. Hätte nie gewusst, wie es ist, wenn du einen ansiehst. Dein Blick, der einem das Gefühl gibt, der einzige Mensch auf der Welt zu sein. Deine Augen. Dein Mund. Als du mich geküsst hast. Was ist ein Leben gegen so einen Moment? Du hast mich glücklich gemacht. Danke. Dein Oscar. Macht 5.000 extra. Also, dann geht's. Entschuldige, ich... Ist ja schon... Ist schon still. Ich bin total blöd. Das war nicht so gemeint. Überhaupt nicht. Fühl dich nicht verpflichtet. Zu irgendwas. Du musst es nicht durchziehen, wenn du nicht möchtest. Okay? Ich hab dich gegoogelt. Wieso? Mit 14 hat Oskar Ehrlich aus der 8D des Erasmus-Grasser-Gymnasiums den großen Vorlesewettbewerb gewonnen. Und dann kam die Schülerzeitung. Und jetzt hast du einen eigenen Laden, der wunderbar riecht und der auf eine schöne Art anders ist. Wie du.
Das mit den fremden Geschichten, dass du das sagst. Ich kenne das. Ich lebe in Büchern, das sind auch andere Geschichten, aber es funktioniert. Es macht mir traurig manchmal. Dabei ist das Leben so kurz. Dann ist es viel kürzer, als man denkt. Darf ich dich noch mal küssen? Warum habe ich dich nie gesehen, Oskar? Jetzt hast du mich gesehen. Leb wohl. Aber warum sagst du leb wohl? Wir sehen uns doch wieder, oder? Ganz normal, ohne Geld. Ich will dich wiedersehen, Oskar Ehrlich. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Deine Mom kommt auch. Er ist einfach gegangen. Er ist einfach. Hier ist er. Dein deutscher Filmpreis. Ach, was sage ich? Dein internationaler Durchbruch. Was weinst du? Ich. Wieso auf einmal? Ich. Dein Vater hat sich gemeldet. Nein, nein. Das würde ich ihm auch geraten haben nach 20 Jahren. Ist er gestorben? Nein, ich. Warte, bleib so. Ich. Bleib so, bleib so. Wer weiß, wie lange dieser Zustand noch anhält. Mama. Diese Fotos, die werde ich an alle Redaktionen schicken. Mama. Und dann soll noch mal einer sagen, Yvonne Klosterfeld ist so trocken wie ein Zwieback. Mama, hör mir doch mal zu. Pack das Handy weg und hör mir zu. Ich höre dir ja zu. Ach, die Tränen stehen dir wunderbar. Und dann noch diese emotionalen Gemälde. Mama, jetzt reicht's. Was? Willst du mich wieder beleidigen? Es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Danke, dass du ein halbes Leben lang für mich da warst. Danke für deine Ehrlichkeit und für deine Ratschläge und für dein Verrücktsein. Ich habe mich manchmal geschämt. Aber meistens war ich total stolz auf meine Mutter, weil sie einfach anders war als die anderen Mütter. Gibt's noch eine Pointe? Ich ziehe aus. Ach. Ja, du hattest ja wieder ein Date mit diesem... Sag bloß, du bist verliebt. Darum geht's doch jetzt überhaupt nicht. Du bist verliebt und er ist abgehauen. Er ist nicht abgehauen. Sondern hinterm Sofa? Er hatte einen sehr wichtigen Termin. Och, mit seinen alten Büchern. Er ist gegangen. Er ist gegangen, weil er gehen wollte. Und diesmal ist es nicht die Schuld deiner bösen Mutter. Ich bin nur ehrlich, weil ich weiß, wie das ist. Oskar ist anders. Sie sind nie anders, Herzchen. Doch. Nein. Leider. Ach, Schatz. Schatz, Schatz. Nö. Zu weinen. Nico, sei nicht traurig. Wein nicht. Es rentiert sich nicht.
So, hast du denn keine neue Autozeitung? Oder Pornos? Nur deine alten Autozeitungen. Wochenlang dachte ich, ich bin todkrank und muss verrecken. Von grauenvolle Koliken. Und dann erfahre ich, bin gar nicht krank, sondern leck mir am Arsch gesund. So scheint sich das noch nicht bis in meine geschissenen Gedärme herumgesprochen zu haben. Hast du noch mal so ein Dreckspulver? Soll ich den Arzt rufen? Ärzte? Du glaubst ja nicht, was die mir Angst gemacht haben. 9 mal Kolumnen, 7 Gescheiten. Armleuchtende Wissenschaft. Für die war ich schon mausetot. Und, was ist? Schau mich an. Ich stehe da mit 1. Au. Ja, nicht jetzt. Nach dieser geschissenen Recherche-Orgie mit deinem Herrn Bruder. Aber sonst. Der schiefe Turm von Pisa. Da war ich mal. Meine erste und einzige Reise. Hat jeden Tag geregnet. Zum Glück hatte über Mittag immer ein Buchladen offen. Was wird mir das jetzt helfen, wenn ich die ganze Welt gesehen hätte? Nichts. Vermutlich gar nichts. Und die Liebe. Oskar, die Liebe. Was weißt du schon von der Liebe? Ich habe sie erlebt. Mit dieser berühmten Blondine, die nicht mal Brüste hat. Kennst du den? Warum kackt die Blondine in die Tastatur? Ach, Onkelchen. Weil auf dem Bildschirm steht Code eingeben. und wie kriegst du also das Hirn einer Blondine auf Erbsengröße? Hm. Aufblase. Singst du für mich nochmal das LKW-Lied? Was? Diese kitschige Schnulzenkamelle. Hast du doch früher immer gesungen? Ja, aber nur im LKW, weil du so ein kleiner Schisser warst. Komm schon. Letztes Mal, bitte. Du stehst seit Stunden im Stau. Die Straße ist hässlich und grau. Du denkst an früher zurück, an alte Tage voller Glück. Du hast die Frauen geküsst, gemerkt, wie sexy du bist. Du hast das Leben gespürt und nie gedacht, dass du mal stirbst. Du hast die Sonne gesehen. Und selbst der Regen, der war schön. Und nun, da ist es vorbei, liegt's nachts auf der A3. Du hast die Sonne gesehen, und selbst der Regen, der war schön. Und nun, da ist es vorbei, du liegst nachts auf der A3. Ja, Junge. Junge, was ist denn? Liebeskummer. Mensch, der gehört doch zum Leben dazu. Wie das Herzchen zum Scheißhaus. Oder der Samstag zum Sonntag. Ohne den geht es nicht. Moment. Oskar. Sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Wisst ihr, was mich das kostet? Meine Tochter sollte Probeaufnahmen machen. Und was macht sie stattdessen? Sie sitzt zu Hause und heult. Jahrelang hat sie keine einzige Träne vergossen. Und jetzt das. Wegen dieser... Augenkrankheit? Nein, psychosomatischen Störung. Sie kann überhaupt nicht mehr aufhören. Es tropft schon von der Kellerdecke. Ist ein bisschen übertrieben. Tolle Bilder. Haben Sie die gemalt? Okay. Und ab wann wollen Sie ausziehen? Sofort. Münchner Bestlage, Top-Qualität. Ich schätze, hier können wir 1,8 Millionen aufrufen. Ist mir egal, wie viel. Hauptsache, ich bin hier weg. Und die Immobilie gehört Ihnen allein? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Auch auf dem Papier? Nein. Das ist schlecht. Aber es ist doch meine Couch, es ist meine Basis, meine Arbeit, es ist mein ganzes Geld. Aber wissen Sie was? Es ist mir egal.
Die Tochter hat sich verliebt. Leute, pass auf. Hochmodern. Sie verheiratet mit einem Schwarzen. Flüchtling, Roma, irgend sowas. Der Vater ist sauer, weil alter Rassist. Dann kommt ein Typ ins Spiel. Ein kleiner Intrigant, der es so aussehen lässt. Als hätte er die Affäre mit der Frau. Der schwarze Ehemann, der ist eifersüchtig, es gibt ein Riesendrama und der Vater freut sich. Ja, genau. Ja, das ist Othello von William Shakespeare. Was? Nein. Das ist ja... der hatte denselben Gedankengang wie ich. Das, glaubt ihr an Wiedergeburt? Ach, Herr Thomas Bernhard, jetzt halten Sie endlich den Mund. Nein, nein, das ist Shakespeare, ganz sicher. Shakespeare, Wahnsinn. Haben Sie irgendwo meine Tropfen? Nein. Oh. Oh. Kein hübsches Weib hatte je ein Gesicht ohne Falsch. Liebe Yvonne, die restlichen 110.000 Euro sind bei dir zu Hause. Sie stecken in Mr. Wu, deinem Stofftier. Das sollte jetzt keine Beleidigung sein, es kam einfach. Ja, Antonio und Cleopatra, auch von Shakespeare. Du nimmst mich auf den Arm! Jetzt suchen Sie doch bitte die Tropfen. Tun Sie mir den Gefallen. Es ist wirklich noch nichts angekommen. Ich schau nach. Dann suchen Sie halt! Das ist wie eine Droge. Die, ich weiß gar nicht, diese Fülle, diese Gefühle. Es sprudelt wie eine Quelle, die versiegt war und nur darauf gewartet hat, dass sie zu mir, ja. Hi, Bro. Wollte nur sagen, du hattest deine Chance. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Irgendwo, wo es richtig geil und richtig teuer ist. Alleine. Schönes Leben noch. Also ich fange nochmal von vorne an. Sehr erfreut, Oskar. LKW-Fahrer, 40 Tonner und Hobbysänger. Danuta, Managerin, Psychologin und Babysitter. Wenn ich was anmerken darf. Sie haben sehr schöne Haare. Ja? Ein Espresso. Deine Autozeitschrift, die gab's nicht. Ich musste eben noch mal die alten lesen, die liegen da im Regal. Ach nee. Ach doch. Frau Klosterfeld, ich habe nachgedacht. Sie sind ja so aufgeregt. Ja, ich habe nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich... Also ich kann nicht der Grund sein, warum Sie und Ihre Tochter, dass ich... Ehrlich. Wird das noch mal ein richtig schöner Satz? Ich kann nicht der Grund für diesen Zustand Ihrer Tochter sein. Denn der Grund, der sind ganz offensichtlich Sie. Sie müssen Ihre Tochter loslassen. Ich muss. Er meint's nicht so. Helfen Sie ihr dabei, die Frau zu werden, die sie sein will. Sie sind doch Ihre Mutter. Wer soll ihr denn sonst helfen, wenn nicht Sie? Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Nur weil Sie, wie auch immer, zu einer lächerlichen kleinen Summe Geld gekommen sind, gibt es Ihnen noch lange nicht das Recht, sich in unsere Angelegenheiten zu mischen. Sie haben meiner Tochter schöne Augen gemacht und sie dann sitzen lassen. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass es da draußen nichts, aber auch gar nichts gibt, worauf man sich verlassen kann. Und deshalb werde ich meine Tochter nicht in diese Welt da draußen loslassen, nur damit ein so pseudo-anständige Mogelpackung wie Sie ihr das Herz brechen kann. Das hatten wir nämlich schon. Und zwar zu Genüge. Oskar,
Ich wollte ihr nicht das Herz brechen. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Oskar! Gleich. Oskar, jetzt. Nicht jetzt. Das ist ja meine Oskar, Medizin. Ich erklär's. Das ist ja meine Medizin. Ich erkläre dir. Okay, nicht jetzt. Oh. Später. Ich erkläre dir. Das sind nicht Ihre Tropfen. Natürlich sind das meine Nein, Tropfen. Das sind meine Tropfen. Das sind meine Tropfen. Das sind meine Tropfen. Das sind meine Tropfen. Und was hält sie am Leben? Pornos. Welche? Am liebsten querbeet. Den haben Sie gesehen? Querbeet? Legendär. So was Originelles, das können die heute gar nicht mehr. Die alten Polnischen sind am besten. Ist Danuta? Ist die auch polnisch? Hallo? Springer auf E7. Hallo, Entschuldigung. Handy. Hä? Handy. Es ist verdammt kalt hier. Dame auf D6. Schachmatt. So, Oskar, was machst du schon hier? Das wüsste ich auch gern. Oh, Frage mit Frage beantworten, das mögen wir hier gar nicht. Das ist alles viel schneller gegangen, als ausgemacht war. Der Arzt hat gesagt, noch 4 Wochen. Ich habe noch 1000 Sachen zu erledigen. Ich habe noch nicht mal meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ich habe mich 35 Jahre lang über nichts aufgeregt. Da werde ich mich jetzt ja wohl mal aufregen dürfen. Die anderen, die tun das ständig, die regen sich permanent über irgendwas auf. Und ich bin immer der liebe Trottel, der zu allen nett und freundlich ist. Das kotzt mich an. Entschuldigung, nichts gegen Sie persönlich. Hi. Ach so, der gehört ja dir. Hat Mama dir geschenkt. Hier, geh dann mal einkaufen. Warst du mal verliebt? Und? Er stand auf Blondinen. Ist schon okay. Wir sind immer noch Freunde. Er ist immer noch mein Bro. Meine Mutter sagt immer, ist nur Liebeskummer, geht vorbei, gibt Schlimmeres. Meine Mutter konnte nichts sagen, weil sie nie da war. Wo war sie denn? Ich muss jetzt wirklich los. Warum sprichst du auf einmal so gut Deutsch? Ich hab's gelernt. In der Schule. In Simbabwe. Lange Geschichte. Warum hast du dich ausgerechnet in die verliebt? Warum nicht in irgendeine andere? Weil ich... Keine Ahnung, ist einfach so. Keine Ahnung, es ist einfach so. Ja, falsche Antwort. Tut mir leid, eine andere habe ich nicht. Menschen nennen 1000 Gründe, warum sie jemanden lieben. Aber wer wirklich liebt, der weiß nicht, warum er das tut. Sie ist einfach so was ganz Besonderes.
kann ich gar nicht in Worte fassen. Oskar, du bist gar nicht krank. Und du warst es auch nie. Wir warten auf deinen Onkel, den anderen Oskar Ehrlich. Du hast noch eine Chance. Allerdings bleiben dir nur noch 5 Minuten. 5 Minuten, bevor du an diesem Fummel da erstickst. Nein, nein, vergessen Sie die blöde Finca. Ich will mit diesen Geschäften nichts mehr zu tun haben. Das ist vorbei. Falschheit schimpft Könige mehr als Bettler. Keine Zeit ist so erbärmlich, als dass man nicht wieder ehrlich werden könnte. Onkel Oskar. Frau. Hey, Onkelchen. Frau Klosterfeld. Können Sie mich hören? Nein, 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 du rufst den Notarzt 1112 oder 3 oder... Hier, Sie sind hier. Wo ist denn mein Bruder? Hallo? Scheiße, Mann. Was ist das? Liebe Yvonne, die... Was? Oh Gott! Also, wie gesagt, ein Notarzt wäre fein und ein Bestattungsunternehmen für mein liebes Onkelchen. Ja, was? Moment. Pulsiert, Atmung flach. Wie sie aussieht, ja, wunderschön. Keine Sorge, ich bewege mich nicht vom Fleck. Ich kümmere mich persönlich um die Lady. Wo ist er? Wo ist er? Wer? Oskar! Wo ist Oskar? Mein Bruder? Oskar! Entschuldigen Sie bitte mal, wir haben hier ganz andere Probleme. Oskar. Mein Onkel hat mir nichts, dir nichts, ohne auf Wiedersehen zu sagen, das Zeitliche gesegnet. Und Ihre Frau Mutter steht unter irgendwelchen Drogen. Wo ist Oskar? Wo? Weiß ich nicht. Auf dem Flohmarkt, auf der Buchmesse, im Casino. Sie müssen lernen, leiser zu sprechen. Was ich? Da! Das Boot! Und sie hatten die ganze Zeit keine Ahnung, dass ihr Bruder... Liebe kann so grausam sein. Sie vernebelt einem den Sinn. Und am Ende weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Bin ich gut? Oder bin ich böse? Bescheiden? Oder... Was für ein würdiger Abschluss. Ein Gedicht von Thomas Bernhard. Bernhard mit DT. Online und in jeder Buchhandlung erhältlich. Das war's mal wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Gespräch mit den Schriftstellern unserer Zeit. Verraten Sie uns nur noch zum Schluss, geht die Geschichte gut aus? Nur so viel. Es wird hochdramatisch. Gänsehaut pur. Okay. 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 Tja. Tja. Dann Alter, da habe ich mir echt mehr versprochen von. Ja. In Ordnung, dann sehen wir uns morgen, wenn ich die Päckchen abhole. Also, die müsste ich jetzt noch schnell bestellen. 24-Stunden-Service. Wird knapp, aber könnte klappen. Okay. Und wegen dem Brief? Das Brief ist... Oh. Sorry. Den hast du hoffentlich weggeschmissen. Ich meine, die Hälfte daran stimmt nicht mehr. Ich bin nicht krank. Gott sei Dank. Sonst wäre ich auch gestorben. Ja? Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Aber wieso ausgerechnet ich? Weil...
Weil du so aufmerksam bist. Nein, weil du wunderschöne Augen hast und weil du einfach süß bist. Nein. Ich meine, du hast hinreißende Eigenschaften, aber das ist es nicht. Es ist... Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, warum ich dich liebe. Ist einfach so. Oh Gott, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Bitte. Ist doch wieder mal typisch, ne? Man opfert sich ein Leben lang und am Ende ist man nur irgendeine Mutter von irgendjemand, der gerade wahnsinnig glücklich ist. Und keine Sau interessiert sich für dein eigenes Schicksal. Sie sagen es. Alle wollen immer nur das Happy End. Und Liebe. Und was ist eigentlich mit der Kohle? Ja, was ist mit der Kohle? Kannst du auf den Laden aufpassen? Die Grube hier, die macht doch keinen Umsatz. Und Mama, könntest du dich vielleicht um Sola kümmern? Wer ist Sola? Vilo ist Sola. Vilo war nur so eine Art, Künstlername. Wir zwei im Doppelpack. Und was könnt ihr? Außer Lügen? Ich kümmere mich um die zwei Loser. Aber nur, wenn wir die Kohle kriegen. Brauchen wir Kohle? Wozu? Stimmt. Scheiße auf die Kohle. Hallo. Herr Bern. Ja. Thomas Bernhard lehnt rote Teppichauftritte ab. Thomas Bernhard kommt in Begleitung oder gar nicht. Thomas Bernhard macht grundsätzlich keine Werbung für Alkohol. Thomas Bernhard ist bis Ende des Jahres im Ausland. Was er da macht? Ja, er schreibt Tag und Nacht an seinem neuen Buch. Der Titel? Leiden, auch wenn's weh tut. Willkommen im Club Paradiso. Und ich dachte schon, im Himmel gibt's nur Blondinen. Köstlich.